Hallo, ich bin der Florian, ich bin 23 Jahre alt und studiere jetzt im zweiten Semester den Master in Studiengang Data Intelligence. Die Wahl für den Masterstudiengang ist mir sehr leicht gefallen, vor allem wegen meiner großen Neugierde für Neues und vor allem auch wegen dem großen Technikinteresse. Also für mich ist Data Intelligence auch wirklich mit Data Science gleichzusetzen. Was heißt das? Vor allem die Extraktion von neuen Wissen, ja, von zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Finanzdaten, Sensordaten aus einem Unternehmen und wirklich da Systematiken herauszufinden, also bestimmte Muster aufgrund von mathematischen Methoden, in den Medien auch wirklich künstliche Intelligenz genannt, und aufgrund von diesen Informationen Vorhersagen zu treffen. Also am meisten Spaß am Studium macht mir auf jeden Fall der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Lektorinnen und Lektoren, vor allem, weil das auch immer auf Augenhöhe passiert. Die Fachhochschule bietet uns diverse Labs an, also wirklich Deep Learning Lab, Data Science Lab, die wirklich konkrete Anforderungen erfüllen für unsere neuen Technologien, zum Beispiel auch zusätzliche Grafikkarten, aber für die Berechnungen von diversen Deep Learning Modellen. Also ich arbeite gerade als Junior Data Scientist bei einem Softwareunternehmen. Wir arbeiten mit Kundinnen und Kunden aus der Lebensmittelbranche zusammen, weil gemeinsam möchten wir die Lebensmittel und die Ressourcenverschwendung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz reduzieren. Im Masterstudiengang gibt es sehr viele Spezialisierungen, die wirklich auch wieder laufend erweitert werden und wieder ein anderes Angebot geschaffen wird. Ich persönlich habe die höhere Mathematik gewählt, einfach weil ich mein technisches Wissen auch erweitern möchte. Es gibt aber genauso zum Beispiel Datenökonomie, also eher in die wirtschaftliche Richtung. Also die Absolventinnen und Absolventen der FH St. Pölten wurden im Masterstudiengang jetzt Data Intelligence und so gefragt, weil wir einfach zum Expertinnen und Experten in diesem Bereich werden. Weil wir im Bachelor wirklich die Grundlagen von Data Science kennenlernen durften und jetzt im Master vertiefen wir dieses Wissen noch in spezialisierten Lehrveranstaltungen und können so wirklich nochmal Mehrwert schaffen.